Willkommen zusammen hier zum Tutorial, wie man die Baureihe 193, den Siemens Vectron von Railpool, fährt. Wir rüsten ihn auf und wir werden hier ein bisschen auf dem Testgelände unterwegs sein, daher ins Spiel gesprungen. Und ja, das ist das Fahrzeug Siemens Vectron 193 124 Strich 5. Und wir steigen ein. Das Spiel möchte, dass wir da vorne in diesen Führerstand hier einsteigen. Dann machen wir das mal. Türen auf. Und Treppe hoch. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Machen wir. Tür zu. Das ist der Führerstand und wir setzen uns hin. Verwenden Sie den Hauptschlüssel, um das Führerpult einzuschalten. Genau, also zuerst hier den Hauptschlüssel rein und auf einen gedreht. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Die Zugspitzensignale müssen unabhängig von der Tageszeit oder dem Wetter benutzt werden. Genau. Dementsprechend können wir entweder auf Auto einstellen oder hier auf Spitzensignale. Die Lokomotive wird durch die Richtungsschaltertasten bestimmt. Genau, auch genannt Fahrtrichtungswender, beziehungsweise in diesem Sinne ist das ja kein Wender, deshalb sind es Tasten. Stellen wir auf Vorwärts. Dann ganz wichtig, falls jemand die Lok fahren möchte, das hier nicht vergessen zu drücken. Führerbremsventiltrennung drücken, sodass jetzt das Licht ausgeht. Wir die Bremsen lösen und uns zur Abfahrt bereit machen. So, wir lösen das Führerbremsventil. Bewegen Sie den Kombihebel in den Leistungsbereich. Ja, machen wir sofort. Aber bevor wir das machen, ziehen wir nochmal ganz kurz die Bremse an. Hier vorne haben wir die direkte Bremse, also die Lokbremse. Die setzen wir auch noch auf vollständig lösen. Was wir dann auch machen können, ich habe es glaube ich schon mal erklärt oder werde es in anderen Videos vom Vectron auch immer wieder erklären, dass der Tacho hier auf dem rechten Display ist, ist tatsächlich prototypisch und ist richtig. Wenn wir das hier in der Mitte haben wollen, dann können wir das aber auch einfach machen, indem wir auf diesen Knopf hier drauf drücken. Und dann drücken wir bei dem Display da drauf. Und zack, haben wir es hier. So, was wir jetzt auch noch machen können, einmal das hier auf Dunkel stellen, Ebula. Dann können wir einmal hier in dieses Display noch reingehen. Gucken einmal ganz kurz, Lichter sind nämlich noch nicht an. Gehen einmal hier drauf und dann können wir hier Taste 2 vorwählen. Dann haben wir die Einstellung dreimal weiß vorne, zweimal rot hinten. Drücken wir und jetzt haben wir dreimal weiß vorne und zweimal rot hinten. Sehr schön, genau so soll es auch sein. Dann, Stromabnehmer ist bereits oben. Wenn der halt vorher nicht gehoben, bereits gehoben ist, dann hier den Stromabnehmer heben und dann den Hauptschalter schließen. Zugsammelschiene schalten wir in diesem Fall aus, weil wir sie nicht brauchen. Hier können wir nichts groß machen am GSMR. Wir können hier die Netzauswahl verändern. In diesem Fall sind wir hier in 15kv.de unterwegs. Ich glaube, das ist hier auf dem Trainingsgelände sowieso vollkommen egal. Aber das ist ja eigentlich hier der Streckenplan von Wegberg-Wildenrath und das ist hier in Deutschland. Von daher lassen wir es bei 15kv in Deutschland. Können dann hier noch in die Einstellung wechseln. Können die E-Bremskraft zum Beispiel erhöhen auf 240 kN. Können die Zugkraft, wenn wir hier weiter runtergehen, ebenfalls anpassen. Oberstrom bleibt soweit. Betriebsart EP, NBU bleibt auf Aus. PZB-Modus sind wir in diesem Fall M. Ich stelle das gerne noch auf O um, weil wir jetzt hier noch eine Lokfahrt sind. Da können wir ruhig auch auf O umstellen. Bremsart P. Ist, glaube ich, eher so für Güterzüge. Ich glaube, da ist R sinnvoller, würde ich sagen, oder? Wenn wir eine reine Lokfahrt sind. Glaube ich zumindest. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Zugbeleuchtung machen wir hier an. Wir haben ja aber keinen Zug hinten dran, von daher passt das soweit. Dann die AFB können wir hier freigeben. Drücken wir einmal drauf. AFB. 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 Und wichtig ist bei der AFB, wir stellen den Schalter jetzt, können wir auf beispielsweise 40 stellen. Und dann seht ihr hier in dem Display, dass hier V-Soll blinkt. Das heißt, diese 40 km/h sind noch nicht aktiv, die sind nur voreingestellt. Um das zu bestätigen, muss man noch einmal hier drauf drücken. Zack, sind die 40 bestätigt und drin. Dann können wir noch mit STRG-Enter die PZB und die LZB aktivieren. Machen wir auch mal.
Ansonsten sind die Schalter, meine ich hier hinten, genau. PZB, LZB, SIFA können wir uns auch noch hier anmachen. Federspeicherbremse wird hier gelöst. Und die restlichen Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Können noch einmal die Kameras durchwechseln. Entschuldigung. Da war ich einmal am Niesen. Scheibenwischer können wir hier einstellen. Und damit sind wir fahrbereit. Dann lösen wir das Führerbremsventil und schalten Leistung auf. PZB Startmodus können wir uns auch direkt befreien, sind ja hier auf dem Testgelände. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, genau. Sie können auch D verwenden, um die Leistung zu verringern. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. So, und dann sollen wir da vorne anhalten. Rangierstrecke, Ausziehgleis. Ja, herrlich, oder? Das ist die SIFA, die sich immer wieder meldet. SIFA-Pedal ist, denke ich mal, hier unten, ne? Genau. So, und da vorne sollen wir auch anhalten. Wir lassen einfach mal rollen. So, noch einen Schluck Tee. Bei mir ist das früh morgens, Zeitpunkt der Aufnahme hier. Und so da vorne sollen wir anhalten und vermutlich dann zurücksetzen. So, machen wir es nur mit der E-Bremskraft. So. Die Güterwagen befinden sich hinter uns. Wechseln Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und stellen Sie dann die angezeigte Weiche mit Hilfe der Karte oder zu Fuß. Machen wir. Dann mal die Weiche hier auf links gestellt. Genau. Die Weiche ist korrekt. Ja, genau. Dann passt das schon. So, der TSW möchte, dass wir nicht den Führerstand wechseln, sondern von diesem Führerstand aus das machen. Daher wechseln wir mal ganz kurz unsere Lichtkonfiguration noch, dass wir hier, ich glaube, rangieren wäre ja dreimal weiß vorne, dreimal weiß hinten, oder? Ja. So, Fahrtrichtung zu einer Rückwärtsstellung. Die Weichen sind korrekt. Schnell fahren wir 25, okay.
So. Kann uns hier im Schatten orientieren. Und Bremse anziehen. Lokomotive nutzt manuelle Kupplungen, die per Hand verbunden werden müssen. Genau. Sie können die Außenkamera nutzen oder zu Fuß gehen, um an- oder abzukuppeln. Machen wir gerne zu Fuß. Lassen Sie uns über die Außenkamera an den Zugverband ankuppeln. Nutzen Sie die Außenkamera. Na, ja, okay. Dann nutze ich die Außenkamera. Na gut, wenn die gute Dame es möchte. Kuppeln Sie jetzt die Lokomotive an die Güterwagen an. Zack. Kehren Sie zur Ego-Perspektive zurück. Gute Arbeit. Ändern Sie jetzt die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und bewegen Sie den Zug vorwärts auf das angezeigte Nebengleis. So. Lichtkonfiguration geändert. Bremse lösen. Und jetzt müssen wir... Ich überlege kurz. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Das angezeigte Nebengleis. Okay, da vorne hin. So, das passt alles und auf geht's. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, vor Max 25. Wir sind ja eigentlich hier am Rangieren. Und da vorne halten wir dann an, am Prellbock. Ach, herrlich. So muss das klingen. Und wir halten an. Kamera nutzen oder zu Fuß gehen, um an- oder abzukoppeln. Teilen wir den Zugverband zu Fuß auf. Gerne. Stehen Sie auf und gehen Sie nach draußen. Ja, habe ich schon gemacht. Hat er das jetzt nicht erkannt? Moment. So. Gute Arbeit. Damit wären wir die Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. Jawohl, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.